So, bevor dann morgen die letzte richtige Übung ist und nächste Woche Wiederholungsvorlesungen, haben wir heute quasi noch ein paar kleinere Vorträge von Mitarbeitern aus unserem Institut. Die gehen dann jeweils so 20, 25 Minuten lang. Und ja, der erste Talk ist von Dominik Schreiber. Ja, danke schön. Ich darf den Anfang machen. Und ich sage ein paar Worte zu den Bereichen SAT-Solving und Automated Planning, was wir ein bisschen betreiben in unserer Arbeitsgruppe. So, das grundsätzliche Thema ist dabei, dass man versucht, eben theoretisch schwierige Probleme, also NP-vollständige oder P-Space-vollständige Probleme, effizient gelöst zu bekommen. So unter dem allgemeinen Deckmantel von logischen Schließen. Also was wir da im Speziellen eben, was uns da im Speziellen beschäftigt, ist SAT-Solving, die aussagenlogische Erfüllbarkeit und Automated Planning, also das automatische Planen zum anderen. Da gibt es ganz viele Anwendungen dafür, unter anderem eben Techniken aus der formalen Verifikation, wenn man beweisen möchte, dass eine Software das tut, was sie soll, oder auch das automatische Beweisen von Theoremen, da sage ich gleich noch ein bisschen was dazu. Natürlich AI, künstliche Intelligenz, Robotik. Also da gibt es dann ganz viele Bereiche, die davon profitieren können. Und was die Leute angeht, wer daran forscht, das ist der Thomas Baljo, ein postdoktoraler Mitarbeiter und ich, ein Doktorand. Genau. Ja, also nur ganz kurz zum SAT-Problem. Man hat eben eine aussagenlogische Formel gegeben. Das ist eine Konjunktion von Klauseln, also verschiedene Klauseln. Jede Klausel ist eine Disjunktion, ein großes logisches Oder über Literalen. Und jedes Literal ist eben eine aussagenlogische Variable, true oder false, oder die Negation davon. Und was wir eben gerne hätten, ist eine Belegung für alle Variablen in dieser Formel, sodass die komplette Formel erfüllbar ist. Das ist nicht immer möglich. Viele Formeln sind auch unerfüllbar. Und in diesem Fall möchten wir eben auch von dem Algorithmus die Ausgabe haben, diese Formel ist unerfüllbar. Das ist auch dann wichtig für die Anwendung. Genau, ja, das SAT-Problem ist definitiv eines der bekanntesten, eines der prominentesten NP-vollständigen Probleme. Und ja, ist tatsächlich überraschend relevant für viele verschiedene Anwendungen, nur um ein paar zu nennen, das Routing von Schaltkreisen, logische Inferenz in künstlicher Intelligenz, zum Beispiel im Linux Package Management wird es teilweise eingesetzt zum Auflösen von Dependencies, dann automatisches Planen, sage ich gleich noch was dazu. Vor einigen Jahren, 2015 oder 16 oder so, ist dieser schöne 200 Terabyte Beweis rausgekommen, der quasi ein Problem der pythagoreischen Trippel löst. Ist quasi basiert auf hochparallelem SAT-Solving und hat dann quasi diesen gigantischen Beweis geliefert für ein mathematisches Problem. Das so als Beispiel. Ja, wie kann man SAT-Probleme effizient gelöst bekommen? Aufgrund dieser NP-vollständigen Natur ist es nicht möglich oder ja, einfach nicht drin, quasi alle möglichen Belegungen durchzuprobieren. Und deshalb braucht man sozusagen eine Art von heuristischer Suche. Und was heute da der State of the Art ist, das nennt sich Conflict-Driven Clause Learning. Das heißt, man macht sozusagen eine Tiefensuche über mögliche Belegungen von Variablen. Man greift sich eine Variable und setzt dann diese Variable auf einen bestimmten Wert. Und dann schaut man, wie sich die restliche Formel verändert. Und das macht man in so einer Depth-First-Suche über die möglichen Belegungen. Und wenn man quasi einen Konflikt findet, das heißt, wenn die Formel dadurch unerfüllbar wird, dann macht man Backtracking und probiert eben eine andere Belegung. Das so auf einem ganz High-Level. Und dann kann man eben logische Konflikte sich auch merken. Das wird im heutigen SAT-Solving immer gemacht und ist auch sehr wichtig. Das heißt, man fügt zusätzliche Klauseln hinzu zu seiner Formel, wenn man einen Konflikt findet. Und das hilft dann dabei, dass man später eben Zweige direkt abschneiden kann, von denen man dann bereits weiß, dass sie unerfüllbar sind oder dass sie einen Konflikt hervorbringen.
Ja, dann ist die Frage bei uns vor allem in der Arbeitsgruppe, wie bekommt man SAT-Solving gut parallelisiert? Das ist ja ein bisschen so das übergreifende Thema bei uns in der Arbeitsgruppe. Uns gibt quasi zwei verschiedene Ansätze zur Parallelisierung, zwei hauptsächliche Ansätze. Der erste ist der Portfolio-Ansatz, den gibt es auch in vielen anderen Problemstellungen. Das ist quasi die Idee, dass jeder Solver auf demselben Problem, auf derselben originalen Probleminstanz operiert. Allerdings verwendet dann jeder Rechenknoten eine unterschiedliche Heuristik oder eine unterschiedliche Randomisierung, dann auch unter dem Stichwort Diversification. Und das führt dann eben dazu, der erste Prozess, der irgendwie eine Lösung findet, der ist dann quasi die Lösung für das Gesamtproblem. Und man versucht quasi einfach verschiedene Strategien parallel auszuführen. Dadurch ist es eine sehr einfache Technik und kann auch relativ effektiv sein, wenn man so eine mittelmäßig hohe Parallelisierung hat. Also ja, ich meine, 8 Cores, das ist relativ wenig noch vergleichsweise. Wenn man dann sehr hochgradig parallelisieren will, wird es ein bisschen schwieriger, weil man dann eben auch einen hohen Grad der Diversification benötigt. Das heißt, da braucht man dann möglichst viele verschiedene Heuristiken, die auch verschiedene Räume dieses großen Suchraums abdecken. Und da skaliert es dann nicht mehr so gut, wenn man eben ganz viele Cores hat. Zweiter Ansatz, der gerade weniger im Fokus der Forschung ist, der aber auch relevant ist, der nennt sich Divide and Conquer, wo eben jeder Solver dann auf einer Teilbelegung des Problems operiert. Das heißt, ich habe mein Gesamtproblem und dann teile ich das aber auf in Teilprobleme, in dem quasi jeder Berechnungsknoten dann die Formel zusammen mit einer bestimmten Teilbelegung erhält. Also zum Beispiel ein Knoten berechnet dann die Formel unter der Voraussetzung, dass die Variable x1 false ist. Und das kann man dann natürlich beliebig aufsplitten und kann dann auch sehr viele Knoten gleichzeitig berechnen lassen. Und das skaliert relativ gut dann bis auf sehr viele Cores. Allerdings ist es komplizierter zu realisieren und auch von der einfach eine höhere Herausforderung für die Implementierung und man hat einen höheren Overhead als jetzt einfach bei diesem Portfolio, wo man einfach die Solver direkt starten kann. Ja, genau, was da bei uns eben in der Arbeitsgruppe gemacht wurde, ist der verteilte Portfolio-Solver namens Hordesat von Thomas Spalio entwickelt hauptsächlich. Dieser Solver ist eben dafür konzipiert, auf sehr großen Maschinen zu rechnen, also Tausende von Knoten. Der betreibt Clause-Sharing zwischen den Knoten, das heißt, gelernte Klauseln werden ausgetauscht auf eine möglichst kommunikationseffiziente Art und Weise, sodass dann auch andere Knoten von diesem Wissen profitieren können, das quasi einer der Knoten rausgefunden hat. Und dieser Solver kann auch mit irgendwelchen modernen Satzsolvern gelinkt werden und benutzt werden, weil das eine sehr generische Schnittstelle hat. Und wurde auch erweitert, dass er eben quantifizierte boolsche Formeln und auch SMT-Formeln lösen kann, also Satisfiability Modulo Theories im Bereich der Verifikation. Ist quasi noch sozusagen ein Aufsatz, eine Anwendung von SAT-Solving. Genau, und woran ich gerade arbeite, das ist ein auch eben hochgradig parallel verteiltes System, sozusagen zum On-Demand-Solven von Formeln. In so einem Mehrbenutzersystem, so cloudartig, dass eben mehrere Anwendungen gleichzeitig auf ein großes System zugreifen und ihre Formeln lösen können. Das sind dann die hintergründigen Fragestellungen unter anderem rund um dynamische Lastverteilung und eben einen Parallelismus, der über mehrere Ebenen sich verteilt, dass quasi für jeden Job, den man hat, für jede Formel, die man lösen möchte, hat man wiederum viele Knoten und wie man die dann verteilen muss, damit es möglichst effizient abläuft. Genau, das bisschen als Überblick zu SAT-Solving. Eine Anwendung davon eben ist automatisches Planen, Automated Planning. Nur kurz als Einführung, wem das nicht sagt. Ist ein sehr allgemeines Modell. Wir haben im Prinzip eine Menge von World States, also Zuständen, in denen sich unsere modellierte Welt befinden kann. Das könnte hier zum Beispiel die Position eines Lastwagens sein und die Position von verschiedenen Paketen, ABC, drei Städte. Dann gibt es eben Aktionen,
die bestimmte Zustände in andere Zustände überführen können. Jede Aktion hat Vorbedingungen, die gelten müssen im Zustand und Effekte, die dann eben eintreten, wenn die Aktion ausgeführt wird. Und dann hat man ein gewisses Ziel, was eben zum Beispiel hier sein könnte, diese zwei Pakete müssen jetzt am Ort C sein. Und man hat eben einen Startzustand, das wäre jetzt hier wie in dem linken Teil von diesem Bild dargestellt, die entsprechenden Positionen von den Objekten. Und Plan wäre dann eine Sequenz von Aktionen, könnte jetzt hier eben sein, lade Paket A, fahre nach B, lade Paket B, fahre nach C, entlade beide Pakete. Wäre jetzt hier ein Plan für dieses Problem. Genau. Und ja, das ist quasi die Zielsetzung von Planning. Einen Plan oder am besten noch den besten, den kürzesten Plan zu finden. So, als ein Beispiel, was vielleicht ein bisschen ein Spielzeugbeispiel ist, aber schon überraschend schwierig, ist Sokoban. Ich weiß nicht, wer das kennt. So ein kleines Puzzlespiel, wo man so einen Arbeiter spielt, der Boxen hin und her schiebt. Und man muss quasi jede von diesen Zielpositionen, diese kleinen grauen Kreise, müssen von so einer Box belegt sein am Ende. Und man kann eben Boxen nur schieben. Das heißt, wenn man die jetzt in eine Ecke schiebt, dann ist das Spiel sozusagen in der Sackgasse. Und man kann nicht mehr gewinnen, sozusagen. Genau, das ist ein ganz gutes Beispiel für Planning, weil es eben auch, da gibt es ein schönes Paper dazu, das beweist, dass Sokoban P-Space vollständig ist, wo in dem Beweis dann quasi wirklich mit Sokoban eine Turing-Maschine gebastelt wird, was ich ganz witzig fand. Genau, das als mögliches Beispiel, aber es ist natürlich nicht nur Puzzles, die man jetzt in Planning löst, sondern auch industrielle Probleme. Genau, wie kann man jetzt Planning betreiben? So die normale Strategie ist es, eben eine State-Space-Search zu betreiben. Ich denke, das kennen Sie alle aus dem A-Stern-Algorithmus zum Beispiel. Man schaut sich einen Knoten an, dann schaut man sich an, von wohin könnte ich mit diesem Knoten jetzt kommen. Ja, die Knoten sind in unserem Fall Zustände der Welt und die Verbindungen sind die Aktionen. Und dann erkundet man eben diesen Zustandsraum auf eine möglichst intelligente Art und Weise, indem man eine Heuristik verwendet. Und da dieser Zustandsraum sehr, sehr groß werden kann, also insbesondere so groß, dass man auf keinen Fall alle Zustände im Speicher halten kann, braucht man da auch sehr gute Heuristiken dann. Eine alternative Methode ist es eben, Planning auf SAT zu reduzieren. Das bedeutet, wir finden eine Codierung für unser Planungsproblem in Aussagenlogik. Das heißt, wir schreiben eine aussagenlogische Formel, die genau dieses Planungsproblem beschreibt. Dann lösen wir die Formel mit einem Satzsolver und dann können wir das Resultat eben zurück in einen Plan übersetzen zu unserem Problem. Genau, das funktioniert dann eben so, dass man hier oben die Aktionen, den Startzustand und das Ziel in diesen Satzplaner eingibt und dann wird erstmal geschaut, dann wird erstmal das Problem kodiert, wenn man nur eine einzige Aktion ausführen darf. Das wird dann im Satzsolver gegeben, die Formel. Und wenn der Satzsolver sagt, das ist unerfüllbar, es gibt keinen Plan, der das löst, dann erhöht man eben die Schrittweite um 1. Dann erlaubt man also zwei Aktionen und kodiert also jetzt das neue Problem. Und diesen Zyklus, den wiederholt man eben, bis der Satzsolver irgendwann sagt, ja, gut erfüllbar, ich habe einen Plan gefunden. Und den kann man dann zurück übersetzen durch die Variablenbelegung, die der Satzsolver gefunden hat. Genau, jetzt, was wird in der Arbeitsgruppe dazu gemacht? Ein Beispiel ist hier ein Paper, das mit einem Studenten entwickelt wurde, Stefan Koch 2017 und Thomas Baglio, rund darum, dass man inkrementelles Satzsolving für Planning verwendet, was eigentlich eine sehr natürliche Sache ist. Im inkrementellen Satzsolving nimmt man quasi, da kodiert man nicht eine komplette Formel neu für jede Iteration der Lösung, sondern man hält sich eine einzige Formel im Speicher und erweitert die gerade eben so wie nötig. Das heißt, mit jeder erneuten Schrittweite, die ich prüfe im Planning, behalte ich die Formel, die ich bereits habe und erweitere sie nur um ein paar Klauseln. Das macht das Ganze nicht nur deutlich effizienter, was den Kodierungsaufwand angeht, sondern erlaubt es eben auch, dass der Solver sich die ganzen Konflikte merken kann und dann eben die neuen Iterationen umso schneller gelöst bekommt.
Also das war ein relativ guter Fortschritt. Und da gab es dann auch eine ziemlich signifikante Beschleunigung. Was Thomas Baglio noch gemacht hat, die Semantik von den Encodings an sich zu verbessern. Hintergrund ist, dass man bei diesen Codierungen in Aussagenlogik von Planungsproblemen so immer ausdrücken muss, dass man höchstens eine Aktion pro Schritt ausführen darf. Das ist eine technische Restriktion, weil wenn man mehrere Aktionen gleichzeitig ausführen kann, dann kann es sein, dass es da Konflikte zwischen den Aktionen gibt und dass dann der Plan nicht mehr gültig ist. Was jetzt eben hier gemacht wurde, dass man diese Restriktion sozusagen irgendwie aufgehoben hat, indem man sagt, man darf jetzt mehrere Aktionen pro Schritt ausführen. Allerdings muss man dann eben eine bestimmte Sortierung irgendwie finden, unter der die Aktionen nach wie vor konfliktfrei ausführbar sind im letztendlichen Plan. Genau. Dann eben, was wir gerade noch publizieren, das sind Resultate aus meiner Masterarbeit. Das sind dann SAT-Encodings rund um hierarchisches Planen. Das ist eine Erweiterung vom klassischen Planen. Im hierarchischen Planen hat man eben noch zusätzliches Wissen, das man im klassischen Plan nicht hätte. Und zwar hat man da noch Wissen, welche Tasks erfüllt werden müssen auf einer sehr abstrakten Ebene. Ein Task würde dann zum Beispiel heißen, transportiere Paket A nach C, ohne jetzt auszudrücken, was dafür speziell getan werden muss. Und dann hat man eben Methoden, die für einen gegebenen Task angeben, wie kann denn so ein Task jetzt erfüllt werden, indem ich den und den und den Subtask jetzt erstelle. Und dann muss aber davor das gelten. Also ist so ein Netzwerk aus Constraints, das man dann irgendwie auflösen muss. Und da war eben dann unsere Idee, so ein baumartiges Encoding zu erstellen von allen möglichen Reduktionen von Tasks, die es gibt. Und dieser Ansatz nutzt eben auch das inkrementelle SAT-Solving, wovon ich eben geredet habe, um das Ganze zu beschleunigen. Und dieser Codierungsansatz kann auch dann eben, wenn ein Plan gefunden wurde, danach die Berechnung fortsetzen mit zusätzlichen Einschränkungen an die Formel und sagen, gut, jetzt habe ich einen Plan gefunden, jetzt möchte ich aber noch einen kürzeren Plan finden. Und das kann man dann iterativ wiederholen, bis man einen Plan gefunden hat, der sich nicht weiter reduzieren lässt. Genau, also ein bisschen ein Ausblick, was wir noch gerne tun würden und auch was es da für Studenten, für Gelegenheiten gibt. Gerade so im Bereich Master und Bachelor- und Masterarbeiten würden wir gern weiter paralleles Planning untersuchen. Also genau, das wurde irgendwie noch nicht so ganz ausreichend beleuchtet in der Forschung. Und da haben wir uns gefragt, ob es da vielleicht einen gewissen Technologietransfer geben könnte, dass man Methoden, die man aus dem SAT, aus parallelen SAT-Solving kennt, auch auf Planning anwenden könnte. Da gibt es interessante Fragestellungen dazu. Dann auch neue Encodings für Planning in SAT, für erweiterte Planungsprobleme, für bestimmte Ausdrücke, die im nicht klassischen Planen vorkommen, dafür eben auch aussagenlogische Codierungen zu finden. Und hier als drittes, dass man eben im SAT-Solving generell nochmal sich anschaut, was gibt es da für Parallele, was gibt es da für verteilte Techniken, um SAT-Solving auf vielen Cores effizienter zu bekommen. Da war zum Beispiel kürzlich eine Masterarbeit rund um randomisiertes SAT-Solving, was auf so einer lokalen Suche basiert, das irgendwie auf viele Cores ausgebracht zu bekommen, auch mit relativ guten Ergebnissen dann. Ja, und was die Lehre angeht, sind wir gerade in der schönen Position, dass beide diese Themen als Lehrveranstaltung angeboten werden. Zum einen haben jetzt Thomas und ich dieses Wintersemester zum ersten Mal die Vorlesung Automated Planning and Scheduling angeboten. Es sind 5 ECTS, ist eine Mastervorlesung, die man natürlich auch im Mastervorzug belegen kann, wo es eben rund um die Theorie und Praxis und Anwendung von Planen geht und wo man dann auch selber seine Planungsprobleme kodieren muss, möglichst effizient. Und da gibt es dann Competitions. Und ja, genau, war relativ erfolgreich jetzt das erste Mal, wird voraussichtlich im nächsten Jahr dann auch wieder angeboten. Und zum anderen gibt es die Vorlesung Practical SAT Solving, die vom Carsten Sins und vom Thomas Baglio angeboten wird.
Das gleiche Format, 5 ECTS, Vorlesung mit Übung, auch eine Mastervorlesung. Und da geht es eben um die Hintergründe von Satzsolving, die Algorithmen, die Anwendungen, dann auch so Geschichten wie SMT-Solving und eben, ja, was es noch so für interessante Fragestellungen rund um Satzsolving gibt. Genau, das heißt, wenn Sie das interessiert, dann kann man da gerne mal reinschauen. Ja, das wäre es dann auch von meiner Seite. Vielleicht gibt es noch Fragen? Ja? Ja, also ILP ist ja vor allem dann sinnvoll, also Integer Linear Programming, wenn man auch diese Integer Constraints hat. Das heißt, wenn man numerische Constraints hat. Jetzt im ganz klassischen Planning, wenn man wirklich nur die Aktionen mit Vorbedingungen und Effekten hat, bietet sich Satzsolving einfach vom Modell eher an, weil das tatsächlich wirklich rein logisch true und false ist. Aber sobald man dann ein optimales Planning macht oder in die nicht klassischen Planungsarten wie temporales Planning geht, ist es auf jeden Fall sehr relevant. Also ich habe auch gelesen, im temporalen Planning zum Beispiel ist es eine wichtige Technik, dass man Integer Linear Programming oder auch Mixed Integer Linear Programming verwendet. Da hat man dann ganz viele so numerische Constraints, dass irgendwie zu gewissen Zeitpunkten gewisse Dinge gelten müssen und da bietet sich das dann an. Aber so fürs klassische Planning habe ich es jetzt noch nicht gehört, dass man ILP verwenden würde. Ja? Mhm. Ja, Reinforcement Learning ist auf jeden Fall, genau, ist auch ein Begriff, den man in dem allgemeinen Thema bringen kann. Da ist meistens die Modellvoraussetzung, dass man eben nicht so viel über seine Welt weiß. Also, dass man da sehr viel erkunden muss, dass die Transitionen zum Beispiel probabilistisch sind. Das ist aber auch absolut eine realistische Annahme, während hier, also was ich jetzt vorgestellt habe, ist deterministisches Planen, wo ganz viele Restriktionen mit dabei sind. Das heißt, man weiß alles über die Welt, man hat volle Observability und jede Aktion ist auch wirklich deterministisch. Das heißt, sie führt zu genau einem neuen Zustand. Und das sind alles Annahmen, die das dann relativ effizient machen, auch relativ große Planungsprobleme zu lösen gegenüber so einem eher explorativen Ansatz wie Reinforcement Learning. Aber bei Reinforcement Learning ist man dann auch noch, ist es dann noch viel schwieriger, irgendwie sowas wie eine optimale Lösung zu finden. Also da arbeitet man dann ja mit Wahrscheinlichkeiten, macht da auch so eine lokale Suche letztendlich, verbessert seine Policy Stück für Stück. Insofern ist das noch ein bisschen ein anderes Modell. Direkt vergleichen ist eben schwierig, außer wenn man jetzt wirklich ein ganz deterministisches Modell nimmt und dann Reinforcement Learning drauf anwendet. Wie da die Ergebnisse sind, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber wenn man jetzt in Spieltheorie oder so geht, ist Reinforcement Learning da auf jeden Fall wahrscheinlich besser geeignet. Sonst noch Fragen? Gut, dann Dankeschön. So. Ich erzähle euch jetzt als nächstes etwas über Distributed Connected Components. Und zwar wollen wir uns anschauen, wie man so einen grundlegenden Graph-Algorithmus adaptieren muss, damit er auf einem massiv parallelen Distributed Memory-System läuft. Und da will ich euch ein paar grundlegende Ansätze mehr oder weniger präsentieren. Und am Ende gehen wir darauf ein, was man da noch weiter verbessern kann. Erst mal, was sind eigentlich Connected Components? Also ihr habt einen ungerichteten Graphen gegeben und ihr habt eine Relation, dass zwei Knoten miteinander verbunden sind, wenn es einen Pfad in dem Graphen zwischen diesen Knoten gibt. Und die Subgraphen, die dann aus Knoten bestehen, die paarweise miteinander verbunden sind, nennt man dann Connected Components. Jetzt, warum interessiert man sich für die? Naja, es gibt eine Reihe von Echtweltanwendungen, wo Connected Components verwendet werden, beispielsweise beim VLSI-Design oder Image Matching. Aber die Hauptlegitimierung, warum man sich mit Connected Components beschäftigt, ist, dass es ein grundlegender Baustein für fortgeschrittenere Graph-Algorithmen ist. Zum Beispiel kann man sie verwenden, um Analysemethoden für soziale Netzwerke zu beschleunigen oder für exakte Branch-and-Bound-Algorithmen. Oder, anderes Szenario, mehr auf Distributed bezogen, wenn ich quasi einen Graphen habe, der viele relativ
gleich große Connected Components hat, kann ich die ausrechnen und die einzelnen Components in einem Super oder in einem Cluster verteilen und bekomme dafür sowas wie eine relativ rudimentäre Skalierung geschenkt. So viel zur Motivation. So, auf der Folie sollte jetzt eigentlich nichts drauf sein, was ihr nicht aus Algo 1 kennt. Wir schauen uns nämlich nochmal ganz kurz an, wie man das sequenziell löst, bevor wir zum Verteilten kommen. Und zwar der erste Ansatz, den ihr alle kennen solltet, sind suchbasierte Methoden, die in Linearzeit laufen, zum Beispiel Breiten- oder Tiefensuche. Zweiter Ansatz, der häufig verwendet wird, sind Union-Find-basierte Ansätze. Die Idee da ist einfach, dass ihr für jede Component ein sogenanntes Disjoint-Set habt und ihr mergt die dann so lange miteinander, bis ihr eure tatsächlichen Connected Components gefunden habt. Das Ganze läuft dann in Near-Linear-Time. In der Praxis läuft es in Linearzeit. Genau. So viel dazu. Kommen wir jetzt direkt dazu, wie man das Ganze dann mit verteiltem Speicher macht. Und zwar gehen wir dafür zunächst davon aus, dass unser Graph verteilt über eine Menge Prozessoren ist. Das heißt, jeder Prozessor hat eine Teilmenge von Knoten und alle Inzidenten Kanten zu diesen Knoten. Im ersten Schritt können wir dann hergehen und sagen, dass jeder Prozessor zunächst auf seinem lokalen Teilgraphen die lokalen Components bestimmen kann. Wenn das dann geschehen ist, dann können wir zum Beispiel noch eindeutige oder global eindeutige Labels für diese lokalen Komponenten ausrechnen. Das kann man beispielsweise mit einer Präfixsumme machen, wie ihr die aus der Vorlesung kennt. Und was wir damit eigentlich erreichen wollen, ist dann der dritte Schritt. Und zwar wollen wir den Eingabegraphen reduzieren auf einen kleineren Graphen. Und dieser Graph ist der sogenannte Component Adjacency Graph oder kurz CAG. Und zwar ist dieser Graph so aufgebaut, dass jeder Knoten in diesem Graph einer lokalen Komponente entspricht. Und insbesondere gibt es in diesem Graphen keine Kanten mehr zwischen lokalen Knoten, weil ansonsten würden die vorher der gleichen Component zugeordnet werden und diese Kante wäre kontrahiert. Das heißt, die einzigen Kanten, die noch existieren, verlaufen zwischen lokalen Komponenten, die auf unterschiedlichen Prozessoren liegen. Das Wichtigste, wofür wir diesen CAG dann brauchen, ist der vierte Schritt, die sogenannte Global Connectivity Resolution. Und die Idee da ist einfach, dass wir Connectivity auf diesem kleineren Graphen dann verteilt lösen wollen. Dafür gibt es dann eine ganze Reihe an verschiedenen Ansätzen. Je nachdem, wie ich mit der Zeit jetzt durchkomme, schauen wir uns 3, 4 oder vielleicht sogar alle 5 Ansätze an. Schauen wir mal. Wenn wir die globale Connectivity dann bestimmt haben, ist der Rest vom Algorithmus wieder relativ einfach. Wir nehmen einfach die Labels von diesem Graphen und mappen die zurück auf unseren Anfangsgraphen. So. Wie gerade schon gesagt, in dem Rest von dem Talk geht es hauptsächlich um den vierten Schritt. Das heißt, insbesondere gehen wir davon aus, dass dieser Component Adjacency Graph gegeben ist und quasi unser Eingabegraph ist. So, fangen wir dann direkt mit einem ersten, sehr einfachen Algorithmus an. Und das ist der sogenannte All-Reduce-Algorithmus. Der dient quasi als eine Art Baseline für die jetzt dann kommenden Ansätze. Die Idee hier ist relativ einfach. Wir sagen einfach, okay, jeder Prozessor sendet direkt seinen kompletten lokalen Teilgraphen an alle anderen Prozessoren. Und das Ganze kann man mit einem sogenannten All-Gather machen. Wenn das dann geschehen ist, hat jeder Prozessor quasi den kompletten Eingabegraphen und es wird einfach redundant die Connectivity berechnet auf allen Prozessoren. Dann haben wir hier einmal die Laufzeit von dem Algorithmus. In dieser Formel entspricht jetzt TS die Zeit, die wir brauchen, um einen Nachrichtenaustausch zu initialisieren.
TW ist die Zeit, die wir brauchen, um ein Maschinenwort zu senden. Und TC ist die Zeit, die ein lokaler Berechnungsschritt benötigt. Dann gibt es noch P. P ist die Anzahl der Prozessoren, die wir haben, oder PEs. Und V und E sind einfach Anzahl Knoten und Kanten in unserem Adjazenzgraphen. Die Laufzeit setzt sich dann eigentlich aus zwei Teilen zusammen. Der erste ist einfach die Zeit, die wir brauchen, um das All-Gather zu machen. Was hier vor allem wichtig ist, ist, dass diese Operation linear in der Größe unseres gesamten Eingabegraphen ist. Was nicht gerade schön ist, weil dieser Graph entsprechend groß werden kann, wenn wir entsprechend viele Prozessoren haben und die alle einen Teil der Eingabe besitzen. Und als zweiten Teil ist dann noch die lokale Berechnung. Auch hier ist das Ganze wieder linear in der Größe von unserem Eingabegraphen, da wir den kompletten Graphen von anderen Prozessoren gesendet bekommen und es dann ausrechnen müssen. Wie ihr euch sicher denkt, kann man da einiges verbessern. Und ein erster Ansatz, der das macht, ist das sogenannte Union-Find-Merging. Die Idee hierbei ist, dass jeder Prozessor eine lokale Union-Find-Datenstruktur aufbaut, die dann allerdings nur teilweise vervollständigt ist. Und anschließend benutzt man einen sogenannten Reduction-Tree, wie ihr es wahrscheinlich aus der Reduce-Operation kennt, aus der Vorlesung, um diese Union-Find-Datenstrukturen miteinander zu mergen. Das macht man dann so lange, bis ein Prozessor die komplette Datenstruktur besitzt und der kann dann die Connectivity ausrechnen. So, schauen wir uns das Ganze an einem Beispiel an. Hier ist jetzt ein Komponenten-Adjazenzgraph auf 4 Prozessoren verteilt gegeben. Und wie gesagt, der erste Schritt, den wir durchführen, ist, dass jeder Prozessor eine lokale Union-Find-Datenstruktur ausrechnet. Das sieht jetzt ein bisschen kompliziert aus. Die Pfeile entsprechen einfach den Disjoint-Sets, die dieser Prozessor aufbaut. Ist nicht wichtig, wie die jetzt konkret aussehen. Was wichtiger ist, ist, was dann im nächsten Schritt passiert. Und zwar sendet jetzt PE2 seine lokale Union-Find-Datenstruktur an PE0 und PE3 an PE1. Anschließend können dann PE0 und PE1 diese Datenstrukturen mergen und erhalten quasi eine größere Sicht von dem gesamten Graphen, als sie ursprünglich hatten. Und wie man sich schon denken kann, macht man das Ganze dann weiter. Jetzt sendet PE1 seinen Teil an PE0 und PE0 hat dann die gesamten Connectivity-Informationen. Alles, was man jetzt noch machen muss, ist, dass dann PE0 diese Informationen quasi den anderen Prozessoren wieder mitteilt und das Ganze macht man mit einem Broadcast. Auch hier schauen wir uns wieder die Laufzeit an. Diesmal auch wieder zerlegt in 3 Teile. Der erste Teil ist quasi die Zeit, die wir für unsere lokale Berechnung am Anfang brauchen, um unsere Union-Find-Datenstruktur zu bauen. Insbesondere ist es jetzt linear in der Größe von dem Teilgraphen, den ein Prozessor bekommt. Der nächste Schritt ist dann die Zeit, die nötig ist für die Kommunikation, das heißt für das Abfahren dieses Reduction Trees und den Broadcast am Ende. Was man hier jetzt noch sieht, ist, dass diese Operation wieder linear in der Größe des gesamten Eingabegraphens ist. Das ist immer noch schlecht. Und warum das so ist, ist, weil wir ja in jedem Schritt unseren Teil, den wir von der Union-Find-Datenstruktur haben, an einen anderen PE schicken. Das heißt, insbesondere verdoppelt sich immer die Größe der Nachrichten in jedem Schritt. Und das ist nicht gerade gut. Und der letzte Schritt, den wir dann noch brauchen, ist, um die Union-Find-Datenstrukturen zu mergen. Auch das geht dann wieder linear in der Anzahl der Knoten in unserem Gesamtgraphen. Warum ist es so? Ja, ganz am Ende muss zum Beispiel PE0 zwei Union-Find-Datenstrukturen miteinander mergen, die halt halb so groß sind wie unsere Eingabegraphen. So,
Also der Hauptnachteil von diesem Algorithmus ist, dass wir während der einzelnen Kommunikationsphasen noch zu viel kommunizieren. Was wir eigentlich haben wollen, ist, dass wir nicht jedes Mal unseren gesamten Block an einen anderen PE schicken müssen, sondern wir zwischendurch schon Connectivity-Beziehungen auflösen. Und ein Algorithmus, der das macht, ist der sogenannte Graph-Contraction-Algorithmus. Auch hier verwendet man wieder einen Reduction-Tree, wie es gerade eben beim Union-Find-Merging der Fall war. Allerdings werden jetzt nur noch Knoten kommuniziert, deren Connectivity noch ungelöst ist. Und es hilft uns zum einen, die lokale Laufzeit zu reduzieren, als auch die Größe unserer Nachrichten, die wir kommunizieren. So, schauen wir uns das Ganze wieder anhand unseres Beispiels an. Was jetzt hier passiert, ist, dass im ersten Schritt PE0 und PE1 kommunizieren und PE2 und PE3. Und die tauschen einfach ihren lokalen Teil des Graphen miteinander aus. Und was sie dann machen, ist, dass sie wieder lokale Komponenten identifizieren und diese kontrahieren. Insbesondere, wenn wir anschauen, was PE0 und PE1 jetzt an Connectivity-Informationen nach diesem Austausch haben, naja, beide Prozessoren wissen, dass anschließend Vertex 0, 1, 3 und 4 auf jeden Fall miteinander zusammenhängen. Das heißt, sie können diese Connectivity-Information auflösen und müssen die in Folgeschritten nicht wieder kommunizieren. Das Ganze sieht dann so aus. Da sind jetzt einfach die Connectivity-Beziehungen kontrahiert worden und jetzt im nächsten Schritt wird dieser Graph ausgetauscht. Insbesondere ist es keine unrealistische Annahme anzunehmen, dass nach so einem Kontraktionsschritt die Größe des Graphen wieder ungefähr der Größe des oder des Teilgraphen am Anfang entspricht. So, dann macht man das wieder weiter und am Ende haben alle Prozessoren die Connectivity-Informationen. So, schauen wir uns die Laufzeit an, ob das Ganze auch tatsächlich was gebracht hat. Der erste Teil ist wieder die Zeit, die für den Austausch der lokalen Teile nötig ist. Und hier ist es jetzt insbesondere so, dass in jedem Schritt die Kommunikationsgröße gleich bleibt. Das heißt, unsere Kommunikationszeit innerhalb einer Runde ist jetzt linear in der Größe eines Teilgraphens am Anfang. Anschließend brauchen wir dann noch Zeit, um die Kontraktion durchzuführen. Auch das ist jetzt wieder linear in der Größe von so einem Teilgraphen. Und wir müssen das Ganze Log-P-Runden machen, bis alle Prozessoren die Connectivity-Informationen vollständig auflösen können. So, das Ganze ist also schon mal nicht schlecht. So, jetzt machen wir noch einen letzten Ansatz. Und zwar gehen wir jetzt weg von Reduction Trees. Wir schauen uns einen anderen, sehr simplen Ansatz an, der aber in der Praxis bei relativ vielen Algorithmen vorkommt. Und zwar ist es die sogenannte Label Propagation. Alles, was man hier macht, ist, dass man rundenweise mit benachbarten Prozessoren die aktuellen Labels der Knoten austauscht. Und nach jedem dieser Austauschschritte setzt man oder aktualisiert man die Labels der lokalen Knoten auf das Minimum aller seiner benachbarten Knoten. Wir schauen uns das gleich an einem Beispiel an. Was ihr jetzt gleich sehen werdet, ist, dass sich hier beispielsweise das Nuller-Label schrittweise durch diesen Graphen propagiert und hier das Fünfer-Label. Nach der ersten Iteration sieht es dann so aus: zwei Iterationen, drei Iterationen. Insbesondere, wie gerade gesagt, die Null setzt sich jetzt quasi schrittweise durch diesen Graphen fort. Und nach der letzten Iteration findet dann keine Änderung mehr statt und der ganze Prozess ist konvergiert. Hier nochmal die allerletzte Laufzeit. Diesmal haben wir vier Teile. Der erste Teil ist für den Austausch der Labels. Das ist einfach linear in der Anzahl der Kanten, die jeder Prozessor hat. Dann müssen wir die Labels aktualisieren. Das ist linear in der Größe von unserem Teilgraphen. Anschließend müssen wir
überprüfen, ob der Prozess konvergiert ist. Das macht man beispielsweise mit einem AllReduce in LogP-Zeit. Und die einzige Frage ist dann noch, wie viele Runden dauert es, bis das Ganze konvergiert ist. Und wie man vielleicht an dem Beispiel von gerade eben schon gesehen hat, hat es irgendwas mit dem Durchmesser von dem Graphen zu tun. Und es ist tatsächlich so, das Ganze braucht einfach Durchmesser des Graphen, Anzahl an Runden. Die letzte Technik, die es dann noch gegeben hätte, wäre quasi, wie man das Ganze beschleunigt, indem man nämlich Abkürzungen einbaut. Wen das interessiert, das Ganze heißt Distributed Union Find. Schauen wir uns aber jetzt noch an, kurz, wie diese Algorithmen dann auf tatsächlichen Daten abschneiden. Und hierfür haben wir drei Datensätze, die von Finite Element Meshes abgeleitet wurden. Für jeden dieser Datensätze haben wir drei Graphen, die schrittweise immer eine größere Anzahl an Connected Components besitzen. Und die Resultate, die ihr jetzt gleich sehen werdet, sind Geometric Means über 20 Runs. So, jetzt hoffe ich, dass man es lesen kann. Wahrscheinlich. Ah, doch. Okay, genau. Was ihr hier seht, ist jetzt eine Matrix aus Plots. Eine Reihe in dieser Matrix entspricht einem der drei Datensätze, die wir anfangs hatten. Und eine Spalte ist quasi, wie viele Connected Components der entsprechende Datensatz hat. Auf der X-Achse seht ihr eine wachsende Anzahl an Prozessoren von 1 bis 512 und auf der Y-Achse die Laufzeit. Bei dem Experiment handelt es sich um ein sogenanntes Weak-Scaling-Experiment. Das heißt, wir haben eine wachsende Anzahl an Prozessoren und die Problemgröße pro Prozessor ist fix. So, und jetzt seht ihr hier einen Haufen Linien. Die drei relevanten sind AR für AllReduce, Union Find Merging, Graph Contraction und die Label Propagation. Und was man halt hier sieht, ist, dass bei einer wachsenden Anzahl von Connected Components und einem immer größer werdenden Graph Label Propagation immer schlechter abschneidet. Liegt einfach daran, dass die Durchmesser der entsprechenden Graphen wachsen und Label Propagation dann nicht mehr mithalten kann, weil es zu viele Runden braucht. Das andere Wichtige, was wir sehen, wenn wir unsere drei Reduce-basierten Ansätze, AllReduce, Union Find Merging und Graph Contraction vergleichen, ist, dass die Optimierungen, die wir für die Graph Contraction vorgenommen hatten, tatsächlich was bringt, weil dieser Algorithmus auf jeden Fall für alle die hier getesteten Instanzen besser abschneidet als seine Konkurrenten. So, abschließend, was ich euch gerade gezeigt habe, ist quasi dieses generelle Framework, wie man Distributed Connected Components berechnen kann. Außerdem haben wir uns unterschiedliche Ansätze angeschaut, um Global Connectivity zu resolven und wir haben die entsprechenden theoretischen Laufzeiten angeschaut. Experimente zeigen dann, dass einer dieser Ansätze, nämlich Graph Contraction, am besten skaliert, zumindest für diese Finite Element Meshes. So, wenn euch das Ganze interessiert und ihr Lust auf verteilte Graph-Algorithmen oder insbesondere Connected Components habt, sind hier noch ein paar offene Problemstellungen, mit denen wir uns auch am Lehrstuhl beschäftigen. Das eine ist, wie minimiert man bei diesen Algorithmen Kommunikationsbottlenecks? Das heißt, man möchte es vermeiden, dass in einer so einer Runde ein Prozessor übermäßig viele Informationen oder Nachrichten erhält, was dann quasi zu einer Art Stau führt. Anderes Problem wäre, Speicher zu minimieren und schließlich, was ist, wenn man keine gleichmäßige Eingabeverteilung hat, sondern das Ganze relativ skewed ist und ein Prozessor deutlich mehr Informationen hat als ein anderer. So viel dazu. Noch Fragen? Keine Fragen? Dann vielen Dank. So, dann geht es jetzt weiter und wir bewegen uns weg von Graphen, sondern gehen noch eine Abstraktionsebene höher zu Hypergraphen. Genauer gesagt zu Hypergraph-Partitionierung. Was das ist, sage ich jetzt gleich. Also zunächst mal, Graphen habt ihr jetzt zuhauf schon auch in der Vorlesung gesehen.
in allen Farben und Formen. Und bei dem Graph hat man eben das Problem, dass man nur so paarweise Beziehungen modellieren kann. Ja, ich habe eben einen Knoten und eine Kante modelliert mir irgendwie, dass der eine Knoten mit dem anderen was zu tun hat. Bei Hypergraphen weicht man dieses Konzept jetzt auf und sagt, eine Kante kann eine beliebig große Knotenmenge zusammenfassen. Ja, das heißt, ich kann also so Gruppenbeziehungen modellieren. Dadurch sehen die Dinger dann immer ein bisschen komplizierter aus. Und die Algorithmen, die man auf Hypergraphen haben, werden auch komplizierter dadurch. Wir befassen uns jetzt mit Graph-Partitionierung. Das heißt, wir kriegen einen Eingabegraph gegeben und eine Anzahl an K an Blöcken. Und die Aufgabe ist dann, diesen Graph so aufzuteilen, dass jeder der Blöcke ungefähr gleich viele Knoten hat. Und wir wollen noch zusätzlich irgendeine Zielfunktion minimieren. In der Graph-Partitionierung, genau, und was wir noch erlauben ist, das muss nicht perfekt balanciert sein, sondern ein Block kann ein bisschen größer sein, so als der Durchschnitt. Ja. Wir haben so einen Parameter Epsilon, der so eine kleine Imbalance erlaubt. Und was man sich dann an Zielfunktionen anguckt, ist zum einen der Kantenschnitt. Das heißt also, ich schaue mir jetzt den Graph an und hier haben wir quasi diese rote Linie, ist jetzt der Cut in diesem Graphen. Und wir zählen, wie viele Kanten befinden sich in mehr als einem Block. Das heißt, bei Graphkanten ist es halt ganz einfach. Da guckt man einfach hier an, okay, hier haben wir einen grünen und einen orangenen Knoten. Aber dann gibt es auch jetzt bei Hyperkanten sowas wie hier, da ist eben grün, rot und orange mit drin. Aber das würde jetzt auch in diesem Beispiel einfach nur als 1 zählen, ja, weil diese blaue Hyperkante einfach nur im Schnitt der Partition ist. Was dann noch ein bisschen interessanter ist für Hypergraphen, ist die sogenannte Connectivity-Metrik. Da schaut man sich nicht nur an, in wie vielen, ob die Kante im Schnitt ist oder nicht, sondern in wie vielen Blöcken ist sie tatsächlich. Das heißt, hier diese Kante hätte hier einen Beitrag von 2. Ja, da sie in 3 Blöcken ist, in einem Block muss die Kante sowieso sein. Deswegen sagt man, in jedem Block, in dem sie zusätzlich noch liegt, das gibt einen Penalty-Term, den möchte man gerne optimieren. Genau, dieses Lambda ist eben die Anzahl der Blöcke, in denen eine Kante tatsächlich drin liegt. Also hier wäre Lambda für diese blaue Kante 3 in dem Fall, weil wir eben Rot, Grün und Orange mit drin haben. Hypergraph-Partitionierung sieht es erstmal ziemlich abstrakt aus, hat aber auch tatsächlich eine Menge Anwendungsgebiete, die sehr breit aufgefächert ist. Wir haben also auch VLSI-Design als einen Hauptmotivator. Das war in den 90er Jahren tatsächlich auch mit einer der Punkte, wo durch die Hypergraph-Partitionierung wirklich ein Thema wurde. Das kommt einfach daher, dass man sich so Chipgraphen anschauen kann und wenn man dann Leiterbahnen modelliert, dann lässt sich das ganz einfach relativ auch über Hyperkanten modellieren. Ja, manchmal hat man paarweise Verbindungen, manchmal gibt es aber eben auch Leiterbahnen, die mehrere Schaltelemente verbinden. Dann hat man dadurch eben eine Hyperkante. Und was man da machen will, ist, man will diesen Chipgraph so partitionieren, dass man dicht vermaschte Gebiete hat und die packt man dann irgendwo zusammen aufs tatsächliche Silikon. Andere Anwendung ist Optimierung von Lagerhäusern. Da kann man sich angucken, okay, wenn ich jetzt eine Bestellhistorie von meinem Online-Shop habe und ich möchte die Produkte so auf mein Lager verteilen, dass jemand, der eine Bestellung packen muss, für die durchschnittliche Bestellung möglichst wenig laufen will, dann ist eine Bestellung quasi eine Hyperkante, die Produkte zusammenfasst. Und auch da will man dann Produkte, die häufig zusammengekauft werden, vielleicht nah beieinander irgendwo platzieren, sodass man dann einfach da hinlaufen kann. Dann gibt es eben noch Anwendungen in Complex Networks, in Routenplanung, in Simulation. Und was ich jetzt ein Beispiel tatsächlich mitgebracht habe, wo man das mal sieht, wie man jetzt ein tatsächliches Problem als Hypergraph-Partitionierungsproblem löst, ist Scientific Computing. Und was wir uns hier anschauen, ist Matrix-Vektor-Multiplikation in Parallelen. Also wenn man sich anschaut, wir haben jetzt unsere riesige Matrix A, wir haben unseren Vektor B und möchten den Eingabe, den Ergebnisvektor Y berechnen. Dann ist ja so Standardmathematik, ja, wenn ich yi berechnen will, dann habe ich hier aij mal bj plus aik plus bk und so weiter. Das Setting, was wir uns jetzt angucken, ist, dass das quasi wiederholt passieren muss auf einem Supercomputer, der irgendwie beliebig viele Rechenknoten hat und die Matrix A eben so groß ist, dass ich die gar nicht auf einem Rechner speichern kann. Das heißt, ich muss die irgendwie aufteilen. Und eine Bedingung, die wir jetzt noch haben wollen, ist, wir wollen eine symmetrische Partitionierung. Das heißt, ich möchte meinen Ergebnisvektor genauso aufteilen, wie mein Ergebnisvektor und B genauso aufteilen, dass es irgendwie mit A korreliert, dass es passt. Das heißt, genau das habe ich jetzt gerade gesagt. Also die Aufgabe ist, wir möchten diese Matrix A so verteilen,
dass jeder Prozessor ungefähr gleich viel Arbeit zu tun hat, ja, weil das bestimmt am Ende die Laufzeit von unserem Algorithmus. Und wir möchten den Kommunikations-Overhead minimieren. Das heißt, wir möchten die Daten so verteilen, dass möglichst wenig kommuniziert wird in diesem Supercomputer. Weil wir gesehen haben bei Sebastian, Kommunikation kann schnell ein Bottleneck werden. Jetzt schauen wir uns mal einen Ansatz an. Hier eine 16x16 Matrix. Und wenn wir jetzt vier Prozessoren haben, hier P1 bis P4, was wir dann machen können, ist, okay, wir machen einfach so eine zeilenweise Decomposition. Ja, die ersten vier Zeilen kommen auf den grünen Prozessor, P1, dementsprechend auch die ersten vier Elemente des B-Vektors, die nächsten vier packen wir auf Prozessor 2 und so weiter. Das ist also relativ einfache Aufteilung. Jetzt die Frage, wie gut ist es bezüglich Load Balance, also Arbeit pro Prozessor und Kommunikation. Wenn wir jetzt das Load Balancing mal angucken, dann ist es ja so, dass wir quasi für jede Zeile einen Y-Wert berechnen müssen und die tatsächliche Berechnungslast ist dann eben die Anzahl der Nicht-Null-Einträge in dieser Matrix. Also überall, wo hier jetzt ein X steht, ist tatsächlich Nicht-Null-Eintrag. Alle anderen Elemente sind einfach Null. Ja? Die Matrix ist dünn besetzt. Und da sehen wir hier, okay, Load-Balancing-mäßig sieht es jetzt nicht furchtbar schlecht aus. Ja? Einer hat irgendwie 9 Elemente, die er berechnen muss. Der maximal hat 14. Das ist, sagen wir mal, ist okay. Wie sieht es jetzt aber mit der Kommunikation aus? Ja, also welche Datenelemente muss ich austauschen, damit ich die Berechnung in jedem Prozessor tatsächlich machen kann? Das heißt, wir müssen angucken für ein Element im B-Vektor, wo wird es überall gebraucht? Ja, also das Element hier, B5, brauchen wir auf dem grünen Prozessor. Wir brauchen es auf dem roten Prozessor, aber nach unserer aktuellen Verteilung liegt es auf dem gelben. Das heißt, bevor wir irgendwie rechnen können, muss der gelbe das an den grünen und an den roten schicken. Wenn man sich das jetzt in dieser Matrix dann anguckt, dann kommen wir raus, dass wir hier 24 Matrix-Einträge kommunizieren müssen. Und das sieht irgendwie, ja, ist irgendwie nicht so geil. Wenn man sich jetzt die Matrix anguckt, ist es relativ viel Kommunikation, was man da machen muss. Jetzt ist natürlich die Frage, geht es besser? Und die Antwort hier ist ja, nämlich mit Hypergraph-Partitionierung. Surprise. Was wir hier machen, ist, wir haben jetzt wieder die Matrix gegeben. Und unser Hypergraph sieht wie folgt aus. Wir haben für jede Zeile dieser Matrix einen Knoten und für jede Spalte dieser Matrix eine Hyperkante. Das heißt, unser Knoten in dem Hypergraphen, der modelliert sozusagen, okay, welches innere Produkt muss da gemacht werden. Ja? Also welche Werte muss ich hier berechnen, um diesen Ergebniswert 9 hier zu berechnen. Das heißt, das Gewicht des Knotens ist die Anzahl der Nicht-Null-Einträge in dieser Zeile, weil das ja tatsächlich die Berechnungen sind, die ich machen muss. Und eine Kante, eine Hyperkante in diesem Graphen, gibt es dann sowas wie diese Datenabhängigkeiten. Also welche Daten brauche ich? Welche Daten brauchen den Wert B5 hier zum Beispiel? Das sind alle, die in dieser Spalte sind. Und jetzt behaupte ich, dass wenn wir hier ein balanciertes Hypergraph-Partitionierungsproblem lösen, bei dem die Anzahl der Blöcke eben die Anzahl der Prozessoren ist, die wir verwenden in unserem Cluster. Und wir diese Connectivity-Metrik optimieren, dass wir dann sowohl eine gute Load Balance kriegen, was die Berechnung angeht, als auch das Kommunikationsvolumen optimieren, was in dieser Sparse-Matrix-Vektor-Multiplikation gemacht werden muss. Jetzt schauen wir uns das mal an. Hier ist nochmal der gleiche Hypergraph, jetzt nur ein bisschen anders dargestellt. Und zwar habe ich jetzt jede Hyperkante einfach durch so einen kleinen Knoten hier ersetzt und dann Graphkanten reingebaut. Ja, das macht es einfach leichter zu malen in dem Fall, weil sonst wird das Bild einfach furchtbar übersichtlich und unübersichtlich, man sieht gar nichts mehr. Also das ist unser Hypergraph. Den werfe ich jetzt in den Hypergraph-Partitionierer. Sag mir, partitioniere mir das Ding bitte in vier Teile, die ungefähr gleich groß sind. Dann kommt zum Beispiel sowas hier raus. Ja, also in Prozessor 1 kriegt irgendwie Knoten V1, V10, V13, V5. Prozessor 2 kriegt die hier und die anderen beiden kriegen diese Knoten. Jetzt ist die Frage, okay, was sagt mir das jetzt aus? Ja? Das Erste, was man sieht, ist, es gibt Hyperkanten, die sind intern, ja, die liegen nur in einem Prozessor. Das ist vielleicht schon mal ganz gut. Auf der anderen Seite sieht man auch diese anderen Hyperkanten, die liegen irgendwie zwischen Prozessoren. Das mag vielleicht ein Problem sein. Deswegen nehmen wir jetzt quasi unsere Hypergraph-Partitionierung und packen die auf unser ursprüngliches Problem. Wir gucken uns also an, okay, was sagt mir diese Partitionierung, wie muss ich meine Matrix A verteilen?
Und das Ganze sieht dann so aus. Das heißt, wir kriegen durch die Blockzuordnung der Knoten eine Permutation der Zeilen. Und das sagt uns dann an, welche Zeilen auf welchem Prozessor landen. Ja, wir haben also hier Prozessor 1 kriegt irgendwie Zeilen 10, 13, 5 und 1. Und wenn wir zurückgucken, das sind genau die Knoten, die auf diesem Prozessor landen nach der Partitionierung. Und das machen wir eben für alle. Und da wir eine symmetrische Partitionierung haben, sieht das Ganze auch so aus für die Elemente von dem B-Vektor. Ja? Und jetzt natürlich die Frage, okay, jetzt haben wir diese Zeilen und den B-Vektor permutiert. Wie gut ist jetzt Load Balance und wie gut ist Kommunikation? Wenn wir uns das Load Balancing jetzt angucken und zählen die Anzahl der Nicht-Null-Einträge, dann haben wir hier perfektes Load Balancing. Jeder Prozessor hat in dem Beispiel jetzt tatsächlich 12 Elemente gekriegt, macht 12 Berechnungen, danach sind alle fertig. Was schon mal ganz nett ist. Jetzt ist die Frage, okay, was ist Kommunikation und wie spielen diese Cut-Hyperkanten, die wir gesehen haben in dem Beispiel, in das Kommunikationsvolumen mit rein? Wenn man sich das jetzt hier anschaut, dann sind das genau die Hyperkanten, die in unserem Partitionierungsproblem im Schnitt sind, ergibt dann die Spalten hier, die Kommunikation erzeugen. Und wenn man sich das jetzt anguckt, dann müssen wir hier nur noch 6 Einträge kommunizieren im Vergleich zu den 24, die wir vorher kommunizieren müssen. Das heißt also, mit Hypergraph-Partitionierung haben wir hier perfektes Load Balancing hingekriegt und einen Faktor 4 weniger Kommunikationsvolumen gemacht. Genau, jetzt ist natürlich die Frage, okay, jetzt habe ich euch eine schöne Anwendung gezeigt, ich habe das Problem definiert, wie funktioniert Hypergraph-Partitionierung? Die schlechte Nachricht ist auch hier, ist ein NP-vollständiges Problem und es ist sogar so, dass eben sogar wirklich gute Approximierungen für Graphen NP-vollständig sind. Das heißt, da kommt man mit optimalen Lösungen nicht weiter. Man kann da auch ein ILP drauf werfen, aber das stirbt dann auch so bei 100 Knoten, ist Feierabend. Das heißt, für große wirkliche Instanzen kommen wir da mit perfekten Lösungen nicht dran. Das heißt, wir müssen auch hier Heuristiken verwenden. Und eigentlich alle Tools, die es heutzutage so gibt, verwenden ein Paradigma. Das ist das sogenannte Multilevel-Paradigma, was im Wesentlichen aus 3 Phasen besteht. Das erste ist was Ähnliches, was Sebastian auch in seinem Vortrag gesagt hat. Wir vergröbern unseren Graphen. Ja, das heißt, wir haben hier unsere Eingabeinstanz, den kompletten Hypergraphen. Und dann berechnen wir Matchings, Clusterings auf den Knoten und kontrahieren diese gematchten und geclusterten Knoten zusammen. Das Ganze will man irgendwie schlau machen, sodass Hyperkanten möglichst klein werden, aber da will ich auf die Details jetzt mal gar nicht drauf eingehen. Diesen Prozess wiederholen wir so lange, bis der Hypergraph irgendwie klein genug ist, für was immer für uns klein genug bedeuten mag. In der Praxis ist es so ein paar hundert bis vielleicht 1000 Knoten. Danach in der zweiten Phase berechnen wir eine initiale Partitionierung für diesen Graphen, hier in dem Beispiel jetzt in 2 Teile, ja in den roten und in den grünen Block. Da kann man im Prinzip alles drauf loslassen, was einem einfällt. Ja, Breitensuche, sowas wie Label Propagation, zufällige Partitionierung. Und dann spielt man verschiedene Verfahren durch und nimmt das Beste, was man da gefunden hat, als Ergebnis jetzt für diese initiale Partitionierungsphase. Und dann in der dritten Phase ist die Uncoarsening-Phase und Verbesserungsphase. Da machen wir jetzt diesen Prozess des Vergröberns, den wir hier gemacht haben, schrittweise rückgängig. Ja, das heißt, wir packen diese größeren Knoten aus, von einem Schritt von hier nach da. Also dieser Knoten hier entspricht tatsächlich diesen 3 Knoten da. Und danach verwenden wir lokale Suchheuristiken, um die Lösung ein bisschen zu verbessern. Ja, und die Hoffnung ist, dadurch, dass wir hier vielleicht sinnvoll vergröbert haben, können wir sinnvoll Knoten auspacken, sodass wir einfach lokale Verbesserungen finden können. In dem Beispiel hier kann man sich zum Beispiel angucken, okay, wenn ich den roten Knoten hier rüberschiebe nach grün, dann habe ich hier nur noch diese blaue Hyperkante im Schnitt und nicht mehr die 2 anderen rötlichen hier. Das heißt, hier kriege ich eine Schnittverbesserung von 2 hin, dadurch, dass ich Knoten durch die Gegend schiebe. Und das Ganze wird eben gemacht, bis man im Eingabehypergraph wieder ist. Dann hat man eine Partitionierung der Eingabe und ist fertig. Wenn man sich das jetzt historisch anschaut, ich habe ja gesagt, VLSI-Design war ein großer Punkt. Also das Ganze hat wirklich so 1998 angefangen. Hametis ist da einer der großen Partitionierer, die direkt aus dem VLSI-Design kommen. Das heißt, der wurde für VLSI-Hypergraphen entwickelt. Auf der anderen Seite gibt es dann sowas wie Pato und Mondrian. Die wurden tatsächlich entwickelt, um große, dünne besetzte Matrizen für diese
Load-Balancing-Anwendung, die ich euch gezeigt habe, zu optimieren. Dann gab es noch verschiedene Tools, die das Ganze parallel gemacht haben. Man kann mehrere Zielfunktionen mit einbauen. Und wir haben dann angefangen, 2015 rum auch nochmal eigene Tools zu entwickeln. Was ich jetzt noch nicht gesagt habe hier ist, es gibt zwei mögliche Verfahren, rekursive Bisektion und direkte K-Wege-Partitionierung. Das ist so, wenn ich jetzt sage, ich möchte den Hypergraph in 8 Teile teilen, dann kann ich dieses Multilevel-Schema machen, ich vergröber ihn, der initiale Partitionierungsalgorithmus berechnet eine Aufteilung in 8 Teile und dann verfeinere ich diese 8 Teile Partitionierung. Man kann aber auch sagen, okay, wenn ich in 8 Teile teilen will, dann teile ich erstmal in 2, mache dieses komplette Multilevel-Schema und dann mache ich in jedem dieser Teilblöcke rekursiv weiter. Das hat je nach Zielfunktion und Struktur des Graphen hat das eine oder das andere Vorteile. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben gesagt, okay, wir nehmen diese Landschaft an Tools gegeben an, die aus verschiedenen Anwendungsbereichen kommen und wir wollen gerne was Generisches haben, was auf allen verschiedenen Instanzklassen funktioniert und was die bestmögliche Qualität gibt, sodass die Laufzeit auch noch im Rahmen ist. Genau, jetzt ist natürlich die Frage, ja, braucht man nochmal wirklich ein Tool, wenn es diese ganzen Multilevel-Ansätze gibt? Und die Antwort ist ja, und es macht Sinn, sich das nochmal weiter anzugucken, weil in diesem Multilevel-Verfahren ist so ein Trade-off versteckt, nämlich die Anzahl an Levels, die ich mache. Ja, wie stark vergröber ich von dem einen auf den anderen Level meinen Graphen? Wenn ich das sehr fein granular mache, dann kriege ich vielleicht bessere Qualität, weil ich dann in dieser Uncontraction-Phase viele Möglichkeiten habe, die Lösung zu verbessern. Auf der anderen Seite geht halt die Laufzeit auch hoch, weil dann sowohl diese Kontraktion länger dauert, als auch diese Verbesserungen länger dauern. Und die ganze Forschungsarbeit ist im Prinzip darauf aufgebaut, dass wir diesen Trade-off gar nicht haben wollten, sondern wir haben gesagt, okay, wir umgehen den Trade-off, wir nehmen einfach n Level, das heißt, auf jedem Kontraktionslevel kontrahieren wir einfach 2 Knoten. Die kleinstmögliche Veränderung im Graphen, die wir haben kann. Das heißt, wir kriegen eine Hierarchie, die ist ungefähr N-Level tief und können dann auch nochmal in der N-Level-Hierarchie wieder auspacken und versuchen, lokale Verbesserungen zu finden. Das Schwierige daran war dann, wie kombiniert man diese Möglichkeit, gute Qualität zu kriegen, mit was das auch noch schnell ist. Ja, weil in dem Moment, in dem ich eine N-Level-tiefe Hierarchie habe, kann ich mir in dieser Verfeinerungsphase nicht mal mehr einen Linearzeitalgorithmus erlauben. Ja, weil wenn ich in jedem dieser N-Level einmal alle Knoten anguckt, dann habe ich einen quadratischen Algorithmus und dann bin ich auch wieder zu langsam. Das heißt, da sind dann die Engineering-Sachen reingeflossen, damit das Ganze wirklich funktioniert. Jetzt will ich da gar nicht im Detail drauf reingehen, sondern nur so eine grobe Übersicht geben, was haben wir da alles reingeplackt in den verschiedenen Stellen in diesem Paradigma. Das fängt an mit, dass wir hash-basierte Spezifikationstechniken gemacht haben, wenn man große Hyperkanten anguckt, will man rausfinden, sind die vielleicht ähnlich zueinander und kann ich die approximieren, indem ich da Knoten zusammenfasse. Allerdings kann man sich diese Nachbarschaftsbeziehungen nicht mehr explizit ausrechnen, weil es viel zu teuer ist, deswegen muss man die approximieren. Dann haben wir uns angeguckt, wie kann man sowas wie Community Detection, also finde ich Communities in einem Graphen, in einem Hypergraphen, wie kann ich das ausnutzen, um dann schlauere Entscheidungen zu machen, wie, welche Knoten und Kanten ich zusammenfasse in dieser Coarsening-Phase. Danach ging es weiter, dass man sagt, okay, diese Coarsening-Phase, wenn ich N-Level-tiefe Coarsening-Hierarchie habe, muss es extrem schnell gehen. Wie mache ich das? Wie kriege ich das schnell? Dann ging es weiter, dass sich in der Literatur damals viele Leute dieses rekursive Bisektionsverfahren angeguckt haben oder nur sehr simple lokale Suchen, die auf einer K-Wege-Partition arbeiten, sich angeguckt haben. Und dabei hieß es dann immer, naja, die klassischen Verfahren, die man auf K-Wege erweitern kann, sind viel zu kompliziert und aufwendig. Die lohnt sich in der Praxis nicht. Und wir haben uns das angeguckt und haben eine Variante, eine Modifikation von einem Standardalgorithmus hergenommen, die sehr schnell ist und in der Praxis auch sehr, sehr gute Ergebnisse liefert. Dann, was ihr jetzt, glaube ich, in Algo 2 auch gesehen habt, sind ja Flow-Algorithmen, Max-Flow-Min-Cut-Theorem. Das Ganze haben wir auch auf Hypergraphen draufgepackt. Das heißt, wir stanzen in der lokalen Suche Teilhypergraphen aus, bauen aus einem Hypergraphen einen Flow-Graph, mit dem man dann mit Max-Flow-Min-Cut also den Max-Flow berechnen kann und der Min-Cut gibt es dann eine verbesserte Lösung in unserem Teilproblem. Danach ist es so, dass bei diesen ganzen Partitionierungsalgorithmen, die haben zig Tuning-Parameter und die stellt man in der Regel alle von Hand ein. Das heißt, man macht einen Haufen Experimente und tunt die Dinger von Hand und hofft, dass es eine gute Konfiguration ist. Was wir uns auch mal angeschaut haben, ist, kann man vielleicht andere Algorithmen, die Parameteroptimierung machen,
draufwerfen, um den Hypergraph-Partitionierer zu optimieren und da bessere Parameter zu kriegen. Und da diese ganzen Sachen, also dieser Suchraum, ähnlich wie bei den Problemen, die Dominik vorgestellt hat, ist unendlich groß. Ja? Man hat sehr viele Möglichkeiten, wie ich den Knoten zu Blöcke zuordnen kann. Was wir uns daher auch angeguckt haben, ist, was passiert, wenn man so einen Hypergraph-Partitionierer nimmt und in den evolutionären Algorithmus einbettet, der eben diesen Lösungsraum auch exploriert an vielen verschiedenen Stellen. Ja, und dadurch hofft man, dass man eben auch eine bessere Lösung findet und vielleicht aus einem lokalen Minimum, in das man reinläuft, einfacher wieder rauskommt. Jetzt habe ich auch noch ein paar Ergebnisse mitgebracht. Die sind sogar jetzt tatsächlich relativ aktuell. Die Plots sind ein bisschen kompliziert zu verstehen. Deswegen erkläre ich mal, was man hier sieht. Also jeder Punkt in diesem Graphen, also auch diese Linie hier sind eigentlich einzelne Punkte, jeder Punkt entspricht einem Hypergraph, der in einen Wert von k geteilt wurde, also in k Blöcke. Die Werte gehen von 2 bis 256, bis 128, die Zweierpotenzen hoch. Was hier geplottet ist, ist 1 minus das Verhältnis der Lösung des besten Algorithmus zu dem jeweiligen Algorithmus. Das heißt also, wenn mein Algorithmus der beste ist, dann liegt er hier auf 0. Ja, weil dann steht hier sowas wie, das hier ist 1, 1 minus 1, 0. Das heißt, man will so lange wie möglich auf dieser unteren Linie bleiben. Und wann immer man nicht der Beste ist, dann gibt quasi der Abstand hier nach oben an, wie viel schlechter die Lösung zu dem besten Algorithmus ist. Und hier haben wir jetzt verschiedene Verfahren geplottet. Man sieht Pato, das ist dieser Partitionierer, der aus der Sparse-Matrix-Welt kommt. Da war es früher immer wichtig, möglichst schnell eine Partitionierung zu haben. Die musste nicht furchtbar gut sein, Hauptsache es war wahnsinnig schnell. Und dann sieht man hier, wenn man sich die Pato-Linien anguckt, der Partitionierer auch gar nicht so gut. Ja? Also qualitätsmäßig ist da wirklich noch deutlich was zu holen. Auf der anderen Seite gibt es Hametis in verschiedenen Konfigurationen. Der kam aus dem Schaltkreisdesign. Ja, und der funktioniert auch für Schaltkreise sehr gut. Wenn man den aber dann auf Matrizen anwendet oder mal auf komplexe Netzwerke, dann stinkt er hier ziemlich ab, wird ziemlich schlecht. Und dann gibt es hier noch ein anderes Verfahren, das ist ein Streaming-basierter Ansatz. Der sollte sehr, sehr schnell sein. Wie man sieht, okay, sehr, sehr schnell sehen wir jetzt gleich in der Folgefolie, aber qualitätsmäßig ist das Ganze sehr, sehr schlecht. Und unsere Lösung, die jetzt nahezu alle Techniken aus der vorhergehenden Folie bis auf das Evolutionäre mit drin hat, ist dann hier unten dieser Partitionierer. Ja? Das heißt, auf das Ganze sind, glaube ich, 3400 Instanzen und auf nahezu 2500 davon haben wir tatsächlich auch die beste Lösung, die man bisher kennt für diese Hypergraphen. Jetzt habe ich gesagt, okay, wir wollen den Trade-off zwischen Laufzeit und Qualität. Deswegen habe ich jetzt hier auch nochmal einen Plot mitgebracht, der sagt, okay, wie sehen denn die Laufzeiten so aus? Das sind also die gleichen Experimentdaten. Jeder Punkt ist hier eine Instanz. Und hier haben wir das Ganze nochmal so zusammengefasst in einem Boxplot. Und was man hier sehen kann, ist, okay, diese Tools, die tatsächlich für Matrizen entwickelt wurden und dann, dass man schnelle Ergebnisse hat, die sind tatsächlich auch rattenschnell. Dieser andere Algorithmus, der hier so einen Streaming-basierten Ansatz hat, ist auch sehr schnell, wird aber eigentlich sogar noch von diesem Multilevel-Pato-H-Verfahren geschlagen. Und hier haben wir dann die Schaltkreis-Design-Sachen. Da war Qualität immer sehr wichtig. Da hat man auch gesagt, okay, wir wollen vernünftige Qualität, Hauptsache die Laufzeit passt ungefähr. Ja? Man opfert gerne Laufzeit für Qualität. Und hier ist jetzt unser neues Verfahren, was so im Average eben mit diesen VLSI-Partitionierern mithält. Wir haben ein paar Ausreißer raus, da diese flussbasierte Sachen tatsächlich sehr teuer sein können für manche Instanzen. Genau, und das ist dann auch schon das Ende von meinem Übersichtsvortrag. Also ich habe über K-Hyper geredet, das ist unser Framework für Hypergraph-Partitionierung, was verschiedene Zielfunktionen optimieren kann, diese verschiedenen Partitionierungsmodi machen kann. Und eben im Vergleich zu diesen anderen Tools noch weitere Features drin hat, wie einen evolutionären Algorithmus, flussbasierte lokale Suchen, erweiterte lokale Suchalgorithmen. Genau, ich habe jetzt tatsächlich keine Slide mit offenen Themen dabei. Das soll nicht heißen, dass das Ganze jetzt abgefrühstückt ist. Es gibt noch eine Menge Aufgaben in nahezu allen Bereichen dieses Multilevel-Paradigmas. Ja, also wie verbessert man gerade diese Vergröberungsphase? Da ist noch sehr viel, meiner Meinung nach, noch sehr viel zu tun. Und wir haben auch noch einen Haufen Ideen, wie man die Verfeinerungsphase besser und schneller hinkriegt. Und was am Lehrstuhl bei uns aktuell interessant ist, vor allen Dingen, ist bisher war es immer so, dass wir gesagt haben, wir wollen die maximale Qualität haben bei einer vertretbaren Laufzeit. Es
aktuell entwickelt sich das Umfeld aber tatsächlich so mit so großen Graph- und Hypergraph-Frameworks, ja, Spark, Giraffe und alles Mögliche, dass man auch irgendwie wirklich eine schnelle Partitionierung haben will, die gut ist. Das heißt, da haben wir irgendwo hier noch so ein offenes Problem, ist, wie kriegt man die Qualität dieser Tools auf die Laufzeit dieser Tools. Und das ist was, was wir uns in der Zukunft dann auch mal anschauen wollen. Und wenn da jemand Lust hat, in die Richtung was zu machen, gerne vorbeikommen, da finden wir bestimmt auch ein spannendes Thema. Dankeschön. Ich habe ja schon mal einen Vortrag hier gehalten in der Übung über, in dem Fall waren es sequentielle, in dem Fall waren es sequentielle Hash-Tabellen. Und das hier ist eigentlich ein Teilvortrag, den ich mal in parallele Algorithmen gehalten habe. Also jetzt geht es um parallele Hash-Tabellen. Und darum, wie kann ich die möglichst schnell machen und warum möchte ich überhaupt in einem parallelen Algorithmus Hash-Tabellen drin haben. Jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, ihr habt in der Vorlesung, glaube ich, vor allem das Distributed Parallel Model gesehen. Da machen Hash-Tabellen nicht so richtig viel Sinn, weil entweder jeder Rechner braucht da irgendwie eine Hash-Tabelle oder man verteilt irgendwie bestimmte Keys auf bestimmte Tabellen, auf bestimmte Prozessoren. Das macht alles nicht so richtig viel Sinn. Sondern was wir eigentlich wollen, sind Shared-Memory-Hash-Tabellen. Warum würden wir die wollen? Naja, Shared-Memory-Datenstrukturen sind so ein bisschen das, was die globalen Kommunikationsmuster für Distributed Algorithms sind. Also im Shared-Memory ist es ja relativ einfach, sage ich mal, einfach Daten auszutauschen. Also ich kann den Broadcast dadurch lösen, dass ich irgendwo in das Memory was reinschreibe und alle können dann nachschauen, was ich da gerade reingeschrieben habe. Wir werden gleich noch dazu kommen, dass vielleicht ein Reduce für Shared Memory gar nicht so einfach sein kann, wenn man das ohne Laufzeit-Overhead machen will. Aber eigentlich ist Kommunikation relativ einfach. Und dann will man eben stärkere Kommunikationsmuster haben. Also im Endeffekt, wie kann ich einen Set gut auf alle Prozessoren kommunizieren? Naja, ein Set ist häufig wird häufig durch eine Hash-Tabelle dargestellt und das heißt dann also, wie kann ich eine Hash-Tabelle gut auf mehreren Prozessoren machen? Genau. Ich weiß nicht, wie sehr ihr euch mit parallelem Programmieren wirklich in der Praxis auskennt. Der Vortrag ist jetzt relativ praxisnah. Und die Idee ist, wie kann ich eine ganz normale Linear Probing Hash-Table schnell in der Praxis parallel machen? Und da gibt es den sogenannten Compare and Swap-Befehl. Was der macht, ist, man gibt ihm, was man erwartet, da zu lesen und man gibt ihm, was er da hinschreiben soll. Also hier, das hier ist eine leere Zelle und wir geben einfach eine leere Zelle, als wir erwarten, eine leere Zelle zu lesen und wir geben hier diese voll beschriebene Zelle und erwarten diese und wollen diese reinschreiben und zu diesem Zeitpunkt, wo dieser Compare and Swap-Befehl ausgeführt wird, wenn die Zelle da noch leer ist, dann wird sie beschrieben mit genau dem, was hier in diesem Grünen steht, auf einmal. Wenn wir nur diese Mechaniken verwenden, dann können wir schon ein ganz normales Linear Probing durchführen. Also wir lesen hier von der Stelle, wo wir hingehasht wurden, schauen, bis wir eine leere Zelle finden und da schreiben wir das rein. Dieses Compare and Swap kann unerfolgreich sein, also wenn da nicht mehr diese leere Zelle steht, dann hat jemand anders hier was reingeschrieben, na, dann gehen wir einfach eine Zelle weiter und schauen das durch, bis wir was finden, wo wir reinschreiben können. Man kann sich schon überlegen, wenn dieses Compare and Swap auf einer Speicherstelle von allen Prozessoren immer ausgeführt wird, dann wird es super langsam. Weil innerhalb von dem Prozessor muss es eine Reihenfolge geben, in der all diese Compare and Swaps dastehen. Das heißt, ich bin nicht auf eine Speicherstelle gesehen, bin ich nicht wirklich parallel. Weil wenn ich von jedem Prozessor einen Compare and Swap starte, auch wenn die alle zum gleichen Zeitpunkt starten, brauche ich P-Zeit. Und in der Praxis ist es sogar so, dass man wirklich, wirklich langsam wird, wenn mehrere Prozessoren da auf eine Zelle schreiben wollen. Also P-Zeit ist da noch sehr nett gerechnet. Allerdings, Hash-Tabellen haben einen riesigen Vorteil für uns hier. Und zwar, naja, diese ganzen Daten werden ja sowieso irgendwie in der Memory rumgescrambled durch die Hash-Funktion. Und das können wir ausnutzen, weil es ist sehr unwahrscheinlich, dass zwei Prozessoren an dieselbe Stelle was schreiben wollen. Die müssen dann schon dasselbe einfügen wollen.
Und wenn Sie dasselbe einfügen wollen, dann sind wir halt mal temporär langsam, aber Sie können jetzt nicht die ganze Zeit immer dasselbe einfügen wollen. Das wäre irgendwie eine relativ blöde Arbeitsverteilung zumindest. Genau. Jetzt, das Verfahren hört sich super, super, super langweilig an, total einfach. Was ist denn dann noch interessant zu tun? Und dieses Verfahren hat zwei Probleme. Und zwar erstens, wir können diese Tabelle nicht vergrößern, weil wenn wir vergrößern, rennen wir in die ganzen Probleme rein, die ich jetzt gleich beschreiben werde. Und wir können Zellen nicht richtig löschen. Da ist einmal das Problem von Linear Probing drin, dass wenn ich jetzt hier eine Zelle löschen würde, dann würde das Element, was ich hier eingefügt habe, nicht mehr finden. Im Sequenziellen kann man das relativ einfach lösen, indem man dann Elemente nach vorne verschiebt. Im Parallelen ist es sehr, sehr schwer, weil dieser Prozessor, der hier was reinschreiben will, merkt nicht, wenn hier gerade was rausgelöscht wird. Und dieser, der hier löscht, weiß vielleicht nicht, dass hier hinten gerade noch was eingefügt werden will. Das heißt, da muss man ein bisschen da muss man sehr aufpassen. Es gibt da Lösungen für. Sie werden allerdings dann auch ziemlich langsam. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen, was man da machen will und wie man das am Ende umsetzt. Aber prinzipiell gibt es hier Lösungen für Semi. Was man natürlich auch hier machen kann, was wir dann später in unserer Lösung machen werden, ist, wir überschreiben dieses Element mit einem Dummy, mit was das einfach nie erkannt wird, also was beim Durchiterieren bei diesem Linear Probing schon als Element erkannt wird, aber was nie ausgegeben wird als, ja, wir haben hier was in der Hash-Tabelle gefunden zu diesem Key. Und das wird dann unsere Lösung sein. Allerdings ist diese Lösung nicht so toll, weil wir können diese Zelle nie wiederverwenden. Sonst kommen ganz böse ABA-Probleme. Und ja, wenn euch die interessieren, dann googelt sie mal. Ich glaube, das geht ein bisschen zu weit. Genau. Jetzt sage ich euch, wir wollen diese Tabelle vergrößern können. Das heißt, wir wollen die Elemente, die da drin sind, auf eine größere Tabelle überführen wollen und das Ganze möglichst parallel und ohne irgendwelche Kommunikation. Das heißt, was sind unsere Ziele? Naja, ich habe gerade erklärt, dass wir Deletions mit Dummies implementieren können und diese Dummies wollen wir loswerden bei dem Migrieren, deswegen migrieren wir und wir wollen die Kapazität erhöhen. Außerdem ist wichtig, naja, das ist immer noch eine Hash-Tabelle. Wir wissen nicht, wie viele Prozessoren überhaupt auf dieser Hash-Tabelle arbeiten. Das können wir vielleicht noch rausfinden. Aber wir wissen nicht, wann die User-Applikation, die diese Hash-Tabelle verwendet, wann die wieder die Hash-Tabelle aufruft. Das heißt, wir können nicht sicher sein, dass alle P-Threads wirklich an dieser Migration mitarbeiten können. Weil manche von diesen Threads verwenden die Hash-Tabelle vielleicht gerade gar nicht. Die machen was ganz anderes und von denen wissen wir nur, dass sie irgendwann mal zugegriffen haben. Außerdem ist es sehr wichtig, dass wir wenig Kommunikation und Interaktion haben. Das ist genau das, was ich erklärt habe mit der Compare-and-Swap-Operation. Dass die eben langsam wird, wenn wir da mit mehreren gleichzeitig was machen. Genau, das ist auch dieses mit wenig atomare Operationen. Diese atomaren Operationen wie das Compare-and-Swap, die sind tendenziell schon sowieso langsam. Und wir wollen cache-effizient sein. Hier gehen wir jetzt noch ganz kurz darauf ein, wie wir überhaupt rausfinden, dass wir die Hash-Tabelle migrieren wollen. Dazu müssen wir erstmal wissen, wie viele Elemente da drin sind. Und zu wissen, wie viele Elemente da drin sind, heißt ja auch immer Zugriff auf eine einzelne Size-Variable. Das heißt, eigentlich in dieser parallelen Hash-Tabelle ist schon das Vorhandensein von so einer Size-Variable ein Problem, weil wenn alle Prozessoren ständig auf diese Size-Variable zugreifen, dann haben wir da, also dann gibt es da einen Linearisierungspunkt, nenne ich das immer, wo eben ganz viele von diesen Compare and Swaps oder in dem Fall heißt der Begriff Fetch and Add auf einer Variable durchgeführt werden. Und das macht es eben ein bisschen langsam oder
macht es sehr langsam in meinen Tests. Und was wir hier gemacht haben, ist, wir machen pro Prozessor eine Size-Variable, die nur misst, wie viele Elemente er eingefügt hat. Und dann haben wir noch eine globale Size-Variable und alle paar Elemente, die wir eingefügt haben, updaten wir die vielleicht mal zufällig oder in größeren Abständen, um die globale Größe irgendwie zumindest als eine gute Approximation zu haben. Und dann entscheiden wir einfach mit dieser globalen Größe, wann wir irgendwann wachsen wollen. Also wenn die Tabelle dann irgendwie so 2/3 voll ist, ein bisschen mehr als die Hälfte voll ist, irgendwo in dem Bereich wollen wir die Tabelle wachsen lassen. Ist so ein guter Kennwert für Linear Probing. Genau, und jetzt, wie können wir parallel wachsen lassen? Ja, das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Und zwar müssen wir die Arbeit fair aufteilen. Wir wissen aber nicht, wie viele Prozessoren daran teilnehmen. Und wir wollen außerdem, dass das Ganze möglichst ohne Kommunikation stattfindet. Die erste Idee ist immer, ich teile diese Tabelle in Blöcke und jeder Thread, der gerade ankommt, nimmt sich einen von diesen Blöcken. Und wenn er mit dem fertig ist, schaut er, ob insgesamt noch Arbeit zu tun ist und nimmt den nächsten Block. Genau, das kann man also einfach realisieren mit einer Variable, die mit Fetch and Add erhöht wird. Jetzt haben wir noch eine Erkenntnis gehabt, und zwar, wenn wir dieselbe Hash-Tabelle für die kleine wie für die große Tabelle verwenden, das ist ein bisschen wie in dem ersten Vortrag, den ich bei euch gehalten habe, dann ist es so, dass wir linear durch diese linke Tabelle durchgehen und die die nach rechts schreiben und dann gehen wir auch wieder linear durch die rechte Tabelle durch, eben weil wir dieselbe Hash-Funktion verwenden und die Größe verdoppeln. Aber es ist noch spezieller, und zwar ist es so, dass wenn wir diesen blauen Bereich angucken, dann kommt der genau in diesen blauen Bereich hier rechts. Und wenn wir diesen grünen Bereich hier angucken, kommt der genau in diesen grünen Bereich hier rechts. Und das Wichtige ist, dass wenn diese Bereiche sich in der linken Seite nicht überschnitten haben, dann werden sie sich auch in der rechten Seite nicht überschneiden. Das heißt, dass wir erzwingen können, dass auf der rechten Seite keine Überschneidung von irgendwelchen Threads gibt. Wir können nämlich einfach diese Blöcke so ein bisschen verschieben, sodass die Blöcke immer an solchen Clustergrenzen liegen. Und dann gibt es einfach per Definition keine Kommunikation oder keine Überschnitte auf der rechten Seite. Und das ist eigentlich die schöne Erkenntnis, die wir hatten, weil das erlaubt uns jetzt auf der rechten Seite einfach überhaupt keine parallelen Befehle mehr zu verwenden, sondern einfach nur ganz normale Schreibbefehle, ganz normale Memory-Befehle, die eben nicht davon ausgehen, dass da mehrere Threads lesend zugreifen können. Genau, jetzt wie können wir das machen, dass wir diese Cluster verschieben, dass wir unsere Blockgrenzen verschieben? Und das machen wir einfach ganz implizit. Also wir erhöhen hier nicht diesen, wir hatten ja einen Counter, der diese Blöcke vergibt an Prozessoren, und wir verändern nicht diesen Counter irgendwie ganz komisch, sondern der Counter zählt immer noch ganz normale Blockgrenzen nach oben, also irgendwie eine schöne Zahl, irgendwie 4096 oder sowas. Das heißt aber, dass diese Blockgrenzen eigentlich immer noch in unseren Clustern mittendrin liegen. Und was wir dann machen, ist einfach, sobald wir dieses Cluster kriegen, ignorieren wir alle Werte, bis wir den ersten leeren Wert auslesen und fangen erst da unser Cluster an. Das sieht man hier so, diesen hellblauen Bereich, den ignorieren wir einfach. Dann migrieren wir alles, wie wir das normal machen würden. Und dann gehen wir aber noch über unsere Blockgrenze weiter, bis wir eben die nächste freie Zelle lesen. Und bis dahin migrieren wir einfach weiter. Genau. Dann kommen wir noch zu einem Problem, das für parallele Algorithmen in offenem Shared Memory sowieso kompliziert ist, und das ist paralleles Deallozieren von Speicher. Wenn ein Thread noch irgendwie auf diesen Speicher zugreift, ist das ein Problem. Da müssen wir irgendwelche coolen Tricks anwenden. Heute ist es durch C++ 11 schöner geworden, da kann man einfach Shared Pointer verwenden. Die sind ein bisschen langsam, aber ja, wenn ihr euch das Paper durchlest, ich habe gar nicht mehr so viel Zeit, dann
zeigen wir eben auch, wie wir diese Shared Pointer cachen können in diesen Handles, wo wir auch die, lokalen Sizes speichern. Und damit wird das Ganze dann wieder ziemlich schnell. Und damit können wir einfach diese Shared Pointer verwenden. Genau. Ich wollte euch gerade noch mal so kurz ein bisschen so die wichtigsten Stichpunkte rausnennen, die wir gelernt haben dabei. Und das sind, verwendet irgendwie diese C++-Features oder diese Features von eurer Programmiersprache, welche auch immer ihr verwendet. Also sowas wie Shared Pointer, Fetch and Add, Compare Exchange, solche Dinge. Dann noch ein Punkt, der mir bei meinen Tests aufgefallen ist und der in der parallelen Algorithmen-Lecture vielleicht noch mehr zur Sprache kommt, ist, verwendet Core-Pinning. Also schaut, dass eure Prozessoren nicht von eurem Betriebssystem irgendwie wild rum gescheduled werden. Schaut auf euren Cache, da ist das Align-As-Stichwort ganz toll. Und vermeidet klassische Bottlenecks wie die Datenbandbreite und eben den Zugriff auf einzelne Variablen. Gut, das wäre es von meiner Seite und